Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit Moon und Sky. Ich weiß gar nicht so genau, letztes Mal ist gar nicht so viel passiert. Ne? Wir haben, glaube ich, gekündigt. Aber ansonsten war es mehr oder weniger unspannend. Ja, wir haben halt so ein paar hier unsere Freunde kennengelernt, ne? Ich meine, wirklich Freunde sind wir jetzt auch nicht. Wir haben sie kennengelernt, sag ich mal. Ich würde einfach mal direkt randomisen. Kommen die 131? Sag mal, was ist denn das? Steigere dein Selbstbewusstsein, indem du in den Spiegel schaust. Können das Kinder schon machen? Sich selbst motivieren. Yeah. Aber ich weiß nicht, kommt sie an den Spiegel ran? Müsste aber eigentlich, oder? Großartig. Yeah. Sie sieht sich zwar nicht, aber sie freut sich trotzdem. Supidupi. Dann haben wir diesen Dreh ja schon abgeschlossen für heute. Hör mal, das ging ja fix. Aber jetzt ist sie selbstbewusst. Alle unsere Toiletten sind mit Toilettenstreichen besetzt. Deswegen macht das keinen Unterschied. Was wir hier genau, also wo wir genau hingehen, dass es ein bisschen zäht. Stimmt, wir haben Fotos gemacht letztes Mal, ne? Da kann ich mich auch erinnern. Und da sie jetzt ja selbstsicher ist, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht jemanden einlädt oder so. Oder dass wir mit irgendwem irgendwas unternehmen. Bowie? Wir laden Bowie einfach mal ein. Yay, Bowie kommt mit. Nice. Ich weiß aber noch nicht, wo wir genau hingehen wollen. Ein Schwimmbad, ja. Sehr schön. Das finde ich realistisch, dass das Kiddies machen. Da sind wir. Süß, die sind schon direkt in ihren Schwimmsachen. Sie sieht so süß aus. I love it. Bowie ist aber auch eine Mausi, ne? Also ehrlich. Mit der wäre man noch gerne befreundet, bestimmt. Also sag ich. Und da sie jetzt ja selbstsicher ist, kann sie sich auf jeden Fall, denke ich, ganz gut mit ihr anfreunden. Zumindest wird sie ja keine Scheu haben, mit ihr zu reden. Und das ist ja eine gute Voraussetzung, um Freundschaften zu schließen. Können wir ja über Schule reden und sowas. Das sind Sachen, die macht man halt so als Kind. Guck mal, Ulrike Faust ist auch hier. Bild. Und die scheint schwanger zu sein. Sie möchte einen Rückwärtssalto in den Pool machen. Ihr müsst es auf jeden Fall Sprungdinger geben. Ja, springen, Rückwärtssalto. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Aber die beiden verstehen sich auf jeden Fall ganz gut. Das ist süß. Und die Sozialfähigkeit von Moon steigt dadurch ja auch. Oh, Bowie ist eine Katzenfreundin. Oh, da ist Bella Goth. Was ich ja wild finde, sie hat ja jetzt irgendwie so ein Umstyling bekommen und das, also die Goths sehen absolut schrecklich aus. Aber gut, dass in den Spielständen, die zuvor erstellt wurden, dass da noch alles normal ist, weil, also, ihr wurde einfach ihr Iconic Dress genommen. Entschuldigung, aber das nur so am Rande. So, ich bin gespannt, ob das hier funktioniert. Wir gehen hier in diesen Kinomodus und schauen jetzt, klappt das oder nicht. Go, Girl. Und ab geht's. Woo! Sie ist so eine Coole. Es hat geklappt. I love it so much. So, zusammenschwimmen. Und dann könnt ihr euch doch... Kann man sich nicht irgendwie nass spritzen? Ja. Hier, spritzen. Süß. Oh, die Mausis. Die beiden haben auf jeden Fall Spaß in den Backen. Das ist süß. We lost some good friends. Hey Moon, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Darf ich deine Nummer weitergeben? Wenn ja, was macht mich denn bitte so skrupellos? Aber meinetwegen? Dann schwimmt noch mal ein bisschen gemeinsam, ihr Süßen. Heute ist Girls Day. Yay! Sie machen es mehr oder weniger gemeinsam. Oh, sie möchte jetzt tanzen gehen, süß. Ja, ich tanze auch immer hier unten, wenn die Musikanlage hier oben irgendwo ist. Wow, Hausaufgaben hat sie schon gemacht. Sie ist ja eine Coole. Ja, aber ich denke, jetzt ist auch so langsam Zeit, um nach Hause zu gehen. Es ist 20 vor 8. Glaube, da war sie lange genug unterwegs. Hallo Moon, ich habe von dir gehört. Vor allem Schlechtes, aber ist okay. Ich mögen die meisten Leute auch nicht. Wir sollten mal zusammen abhängen. Maurice Bell. Aber haben wir wirklich so einen schlechten Ruf? Den haben wir noch nicht mal. Ey, leave me alone. So, dann kann die Gute sich auf jeden Fall was zu essen nehmen, wenn es noch was gibt, ja. Und dann kann sie auf jeden Fall heute gut schlafen gehen, würde ich sagen. Denn, ja, das war auf jeden Fall ein gut genutzter Tag, sage ich mal. So sollte ein Samstag bei Kindern aussehen. Oh, sie möchte sogar Freundschaft schließen. Die Süße. Sind die offiziell noch keine Freunde? Ich dachte, die hätten sich viel mehr angefreundet. Oha, nur so wenig? Hä, die haben doch 5 Stunden lang geredet, ey. Da ist die Besessenheit schon wieder. We love it. Old Classic einschenken. Läuft bei ihr. Es ist so 6 Uhr in der Früh und sie so erstmal Alkohol. Ich denke, wir werden dann schon mal den nächsten Dreh machen. Was bekommen wir denn? Es ist die 81. Telefoniere mit einem Sim deiner Wahl. Süß, dann können wir heute ja richtig Freundschaften aufbauen. Wie süß. Sie findet diese Schlettenstreiche auch absolut gar nicht mehr geil. Also
absolut verständlich, sage ich dazu nur. Und freundliche Umgebung kann ich auch absolut nachvollziehen. Dann würde ich sagen, ruft sie mal Venya an. Und Sky kann ja mal Jess anrufen. Dann machen die beide das einfach mal. Wenn die Frau das oft genug reparieren und putzen muss, vielleicht lernt sie es dann ja auch irgendwann. Jokes on you wird sie nicht, aber schön wär's. Vielleicht lädt sie einfach mal. Oder sie schickt Gladiola eine verspielte SMS und vielleicht lädt sie uns ja ein. Weil ich weiß nicht, ob sie sich immer so trauen würde, direkt mit denen was so zu machen. Aber wenn sie so eine SMS schreibt und die dann das vorschlagen, vielleicht ist es dann ja einfacher für Moon. Lass uns rausgehen und Spaß haben. Wukender Landsitz. So, Gladiola, was geht ab in the Club? Die ist auch so süß, ne? Tag der neuen Fähigkeit? Wow. Hat sie schon abgeschlossen, die Gute. Ich glaube, Gladiola findet soweit gar nicht so geil. Hoppala. Bauchschmerzen vor Lachen. Moon reißt einen Witz nach dem anderen und fühlt sich unbesiegbar. Wäre es übertrieben zu behaupten, dass sie Comedy mag? Kann sie gerne mögen. Oh, Gladiola ist gegangen. Ich glaube, sie fand es nicht so geil. Kommt man hier irgendwas zu essen? Vielleicht? Ich glaube nicht. Wir sollten nach Hause gehen. Sie ist auch so ein bisschen beschämt darüber. Dann wird es Zeit zu essen. Und Skys Plan scheint einfach nur zu sein, zu tanzen den ganzen Tag. Die hat echt keine Hobbys mehr, seitdem sie nicht mehr arbeiten geht, ne? Die hat ja 4 Machtpunkte, was ist denn da los? Wollten wir die aufsparen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oh, schade, dass es kaputt gegangen ist. Aber ungefähr so sieht das auch mit den ganzen Klos aus, die du hier kaputt machst. Nur weil du sie nicht benutzen musst. Damit hat sie den Tag der neuen Fähigkeit auch abgeschlossen. Großartig. Und die Mausi kann ja mal hier so ein Fantasieabenteuer drin spielen. Süß. Nach Vampirgeschichte fragen. Das, klingt tatsächlich ziemlich interessant so, ne? Ich meine, so langsam kommt es ja auch näher auf sie zu, dass die Kräfte sie übernehmen, sage ich mal. Ich meine, sie hat ja erst nächste Woche irgendwann Geburtstag. Oh, diese Woche schon. Aber trotzdem, es sind ja noch 2 Parts bestimmt demnach. Aber es kommt ja so langsam auf sie zu, ne? Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn wir sie nach der Vampirgeschichte fragen. Ich bin kein Geschichtsexperte. Vielleicht siehst du mal in der Bibliothek nach, ob du ein Buch darüber findest. Wow. Wow, Girl. Du bist eine krasse Mutter. Sie hat anscheinend keine Ahnung. Wir wissen ja auch nicht, wurde Sky vielleicht so... Wurde sie so geboren oder wurde sie erst später zum Vampir? Man weiß es nicht. Aber ich lasse die mal so ein bisschen miteinander interagieren. Amin, ne? Die Mutti. Da können die ja schon mal ein bisschen Best Friends hier werden. Mutti macht den Kinderkanal an. Aber ist auch ein bisschen süß. Ich lieb euch so. Du wirst es nicht glauben, aber Hope Rector ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Ich glaube, wir haben ihm letztes Mal gesagt, dass sie sich mal treffen sollen, ne? Also von daher hat sie doch gelohnt für die 2. Und sie fühlt sich jetzt wieder wie Amor. Geil. Ich würde die Kleine auch mal hier Doktor spielen lassen, weil ich glaube, dass man dann Empathie bekommt. Und ja, genau. Empathie finde ich schon gut. Das ist nämlich, glaube ich, also finde ich, mit, zusammen mit emotionaler Kontrolle das Schwerste zu bekommen. Manieren und Verantwortung ist ziemlich einfach, aber das finde ich schwierig. Und Konfliktlösung kommt immer drauf an. Die süße Maus. Ich liebe ihre Zähne, ne? Not gonna lie. Die Hasenzähnchen. Ich bin gespannt, wie sie dann werden, wenn sie altert. Wenn sie fertig ist mit Spielen, geht sie aber auch schlafen. Lebensstil enger Zusammenhalt hat sie freigeschaltet. Achso, ich dachte, sie hätte das schon bekommen. Aber noch nicht. Und der nächste Tag bricht an. Das heißt, der nächste Dreh auch. Und es ist diesmal die 49. Die 49 ist, mal ein Bild an der Staffelei. Da Kinder das noch nicht machen können und wir noch keine Staffelei besitzen, müssen wir erstmal eine kaufen. Und dann wird Sky das machen müssen. Das heißt, wir stellen die Staffelei lieber rein. Schön. Vielleicht ist das ja ein neues Hobby von ihr. So, Moon ist zur Schule. Pool von mindestens 1x1 kaufen, weil kein Luxus zu Hause hat. Also ich will ja nicht sagen, aber wir haben einen Pool. Genau da. Okay, und sie legt jetzt los mit ihrem Bild. Ich bin gespannt. Oh, Essensschlacht. Moon hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Sie sollte beim Aufräumen helfen, I guess. Der heutige Post wurde zugestellt. 1937, ne, das geht ja. Was wird das? Sind das einfach nur Farbkleckser? Ich denke. Ja, dann verkauft das mal. Und dann bezahlen wir bitte die Rechnung. Sie hat ja ihre Sommerkleidung an. Das haben wir ja noch nie gesehen, glaube ich. Oh Gott, Wildo. Aber sie sieht so süß aus darin. Mit den Katzenschuhen. Ich habe das schon wieder voll vergessen. Ach, weil es bewölkt ist, kann sie sogar draußen sein? Okay, weil da sinkt die Vampirenergie auf jeden Fall nicht. Soll Moon die Klassenkameradin Gladiola zu sich einladen?
Also letztes Mal hat das mit dem Treffen nicht so gut funktioniert. Sie hat uns nicht so toll gefunden. Aber meinetwegen kann sie nach Hause kommen. Schulprojekt ist auf jeden Fall auch eine Sache, um die wir uns auf jeden Fall kümmern. Süß. Mit so Weltraumzeugs. Können wir eine Gruppe sein? Weil dann können wir, glaube ich, zusammen Hausaufgaben machen. Und das ist süß. Oh, ihre Sommerkleidung ist ja unheimlich süß. Wir können ja mal über gelangweilte Stimmung reden, weil sie schon wieder gelangweilt ist. Mehr vielleicht? I guess. I don't know. Doch, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Wir reden jetzt miteinander und wir hoffen einfach, dass wir vielleicht jetzt besser miteinander auskommen. Und dann können wir halt zusammen Hausaufgaben machen. Sie setzen sich einfach auf den Boden. Ich lieb's. Level 4 der Tanzfähigkeit läuft bei dir, Sky. So, hol erstmal so ein Riesentablet raus. Was ist bei ihr denn los, ey? Aber diesmal klappt das besser mit den sich anfreunden. Das ist doch schön. Sie mag romantische Musik, Wildo. Sie ist zwar ein Kind, aber ich judge sie nicht. Level 8 der Sozialfähigkeit. Was ist eigentlich los mit ihr? Warum ist sie eigentlich immer gelangweilt? Was ist mit ihr? Yay, Spaßgemeinschaft hat gewonnen. We love it. Müsste sie jetzt nicht so langsam mal fertig sein mit ihren Hausaufgaben? Danke. Unser Besuch geht nämlich wahrscheinlich bald schon. Und Sky scheint da noch was angefangen zu haben. No, sie geht. Wir behalten dich hier. Wir möchten Freundschaft schließen. Level 9. Also sie ist auf jeden Fall ein Wunder. Naja, leider ist Gladiola jetzt schon gegangen. Aber wir hatten jetzt zumindest eine bessere Zeit als letztes Mal. Boah, Sky. Also das sieht ja schon fast gut aus. Warum ist das mehr wert als dieses mit den Klecksern? I don't get it. Sie ist so ein braves Kind, dass sie so selber abwäscht und so, ne? Sky scheint anscheinend malen zu mögen. Der Akku ist gerade leer gegangen. No! Aber an dieser Stelle würde ich sagen, dass der Part jetzt auch mal langsam zum Ende kommt, denn es ist genug passiert, I guess. Und ja, also ich denke, wir haben ganz gute Fortschritte gemacht und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!